Hallo, hallo Freunde chinesischer Projektionskunst. Da ich ja bemüht bin, euch immer wieder neue Sachen vorzustellen, nochmal Dinge, die nicht so ganz meinem Hauptthemen entsprechen, habe ich einen LCD-Projektor für euch, LED-Projektor für euch, einen Mini-LED-Projektor. Ich habe einfach mal so mit das fast billigste genommen, was ich bei Gearbest gefunden habe. Und deshalb kostet der hier, der an sich ziemlich namenlose, 30 Euro. Genau gesagt 30,83 €. Ich bin ja noch aus der Zeit, ne, wo so ein Projektor oder ein Beamer 1000 D-Mark gekostet hat oder 2000 Reichsmark. Und deshalb ist natürlich das hier, ne, für 30 Euro eigentlich ein Angebot, wo man sagt, okay, da warten wir erstmal überhaupt gar nichts. Wäre mir jetzt ein Leergehäuse geliefert worden, dann hätte ich gesagt, oh, passt. Aber ich war ja selber mal neugierig gewesen. A, ist ja so dieser Beamer hier, dieser Projektor, wesentlich kleiner als halt die Modelle, die man von früher noch so kannte. Da war ja diese Glühbirnen schon viel größer gewesen. Da war eigentlich einen Haufen Geld gekostet für den Otto-Normalverbraucher. War ja eigentlich so ein Projektor überhaupt nicht anschaffbar gewesen. Deshalb standen die Dinge ja meistens auch nur in Fitnessstudios rum. Und umso neugieriger bin ich. Also, nun natürlich nicht mehr, weil ich mir das Ding natürlich bereits im Vorfeld angeschaut habe. Ah, kommen wir ganz kurz zu den technischen Daten für all diejenigen, die damit was anfangen können. Guck mal, was hier vorne steht. Smallest Size, das wissen wir auch schon. Es ist nun mal sehr klein. USB wird unterstützt. Li-Ion, also ein Akku ist dabei. Ja, finde ich auch nicht schlecht. Ja, TF-Code auch unterstützt. Also kleine SD-Karten. 16:9 Format haben wir. QVGA. Ein paar unterstützte Formate, da ist alles gängige dabei. Wir können uns Bilder anschauen, wir können uns aber auch Videos anschauen, was natürlich am meisten Sinn macht. Wir können uns auch Texte anschauen. Okay, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, also gehen wir einfach ein bisschen näher ran. Ja, läuft halt mit 12 Volt. Okay, gut, Größe, bla. Projektionsabstand, das ist schon interessanter. 0,5 Meter, was natürlich extrem nah ran wäre. Und 2,5 Meter. Das können wir uns dann nachher noch ein bisschen anschauen. Dann ist hier die Größe. Die variiert natürlich dann je nachdem, wie weit wir eben den Projektor da von der Wand, wo wir das Bild drauf projizieren, wegstellen. Haben wir 13 bis 60 Inch. Okay. Audio, Stereo Input. Lightning ist hier halt über LED. Und live. Okay. 30.000 Stunden soll er wohl machen. Ja. Ob allerdings die restliche Technik auch tatsächlich 30 Stunden durchhält, also 30.000 Stunden, das ist die Frage. Resolution, also die Auflösung, 320x180 Pixel. Ja, das ist so wenig, wie es klingt. Das ist dann hier Brightness, also die Helligkeit, 400 Lux, Kontrast 500:1, Input, bla 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 bla. Aber wie schon erwähnt, also mir geht es jetzt hier eigentlich darum, mal zu schauen, dass wir 30 Euro da an Mini-Projektoren so möglich sind. Ja, wir schauen uns das an. Aber also meine Erwartungshaltung war von Anfang an niedrig gewesen und wurde von dahingehend auch nicht enttäuscht. Machen wir es mal auf und schauen uns mal an, was hier im Lieferumfang alles so dabei ist. Also ist sozusagen so ein Unboxing-Review-Hybrid-Video. Gebrauchsanweisung. Und glücklicherweise nicht nur in Chinesisch. Für alle diejenigen, die hier nicht kein Chinesisch beherrschen, haben wir auf der Rückseite auch noch Englisch. Weg damit. Ich habe das natürlich, wie gesagt, schon ausgepackt und mir angeschaut. Netzteil, wir müssen hier den Akku irgendwie laden oder das Ding im Netzbetrieb verwenden. Ein kleines Käbelchen ist hier dabei und zwar Cinch auf Klinke. Ja, hier die 3 ja, für Video und natürlich Audio. Ist ja klar. Und selbstverständlich der kleine Projektor itself. Und dazu, um das Ganze noch zu steuern, eine Fernbedienung. Rein vom MIFO-Umfang, ja, finde ich das also schon mal nicht schlecht. Ich meine, dass ein 30-Euro-Projektor überhaupt existent ist in dem Preisbereich, ist ja schon beeindruckend, dass wir noch hier eine Fernbedienung dazu bekommen. Ja, mit all den wichtigen Steuerungsmöglichkeiten hier, um sich ein Menü zu navigieren. An, aus ist klar, oder Mute und die Lautstärke allgemein vor, zurückspulen, was man halt so braucht. Wir können natürlich das Gerät auch direkt bedienen. Da haben wir hier ein paar Knöpfe. Die haben ein bisschen eigenartigen Druckpunkt. Auch die Verarbeitung ist insgesamt jetzt natürlich nicht so brachial gut. Ja. Reines Plastikgehäuse, das denke ich mal, war aber auch zu erwarten. Hier auf der Rückseite ein paar Anschlüsse, Micro-USB, Klinke, also Hohlklinke hier zum Laden bzw. für den Netzbetrieb und einen kleinen Schalter. Da können wir nämlich zwischen Netzbetrieb und Akkubetrieb hin und her wechseln. Dann hier eben die Bedienelemente vor, zurück, okay, Power on und Power off. Hier natürlich, ganz, ganz wichtig, da kommt ja letztendlich das Bild bzw. das ganze Licht raus, nicht wahr? Hier daneben einen kleinen Micro-SD-Kartenschacht. Das hier ist dann für die Bedienung, denke ich mal, so Infrarot-Sender bzw. Empfänger. Hier auf der rechten Seite haben wir nochmal USB, ja, für den Stinken mal einen USB-Stick. Das kann man nachher dann auch gleich mal ausprobieren.
Ausgang für Kopfhörer, Ausgang für AV und hier natürlich HDMI. Vier Gummifüße. Und witzig hier, dass ich denke mal eine Aufnahme für ein Stativ. Insofern natürlich sehr praktisch, als dass man ständig ja, naja, finde mal den perfekten Stuhl, der genau die Höhe hat, die wir brauchen, um den Projektor auf die Höhe halt, ne, damit das dann an die Wand strahlt. Hier können wir das dann aufmachen, kleiner Schacht, findet sich der Akku drunter. Am Anfang ist Akku und Gerät getrennt, müssen wir erst einlegen. Aber das ist nicht so das Drama. Kleiner Lautsprecher, ne? Ist ja klar, wir müssen es ja auch so irgendwie beschallen können. Natürlich ist es hier, wenn man tatsächlich 2-3 Leute am Start hat und man möchte sich da mal einen Film anschauen, wesentlich sinnvoller, hier einfach an den Klinkenausgang eine kleine Box dran zu hängen. Habe ich auch genügend vorgestellt. Die meisten Bluetooth-Boxen unterstützen ja gleichzeitig auch einen Klinkeneingang, also Klinke-Klinke-Kabel, Box dran und dann ist es wesentlich angenehmer. Denn wie man sich vorstellen kann, das ist ja hier kein 300-Euro-Projektor, sondern ein 30-Euro-Projektor. Ja, man versteht's, aber die Qualität ist nicht sehr berauschend. Okay, der Projektor steht jetzt praktisch direkt vor der Kamera. Ja, im Moment stehe ich noch im Weg. Also, ich habe jetzt einen USB-Stick drin, ich habe das Teil im Netzbetrieb, es läuft auch bereits, es ist sehr leise. Man hört noch ein kleines sanftes Brummen, aber mehr aber auch nicht. Und ich werde jetzt hier mal die ganzen Lichter dimmen, ja, weil Studiolicht und ein Projektor machen sich nicht sehr gut. Und dann müsstet ihr was sehen können. Okay. Peace. Okay, ja, also, was soll man dazu groß sagen? Ich stell's mal noch scharf. Ich hatte euch ja vorhin gezeigt, dass direkt über dem Objektiv Strahledings halt, wo das Licht rauskommt und das ganze Bild ist so ein kleiner Schalter, den kann man drehen und damit wird das Bild nicht nur kleiner und größer, sondern auch schärfer. So, jetzt ist es scharf und man kann auch die einzelnen Pixel zählen, weil meines Erachtens die Auflösung für die Größe des Bildes einfach mal viel zu gering ist. Jetzt kommen wir mit der Fernsteuerung, sich mich jetzt hier ein bisschen durchnavigieren. Ja, das wird dann so markiert. Seht ihr? Und das funktioniert auch richtig gut. Jetzt kann man sich halt entscheiden, was möchte ich sehen? Möchte ich einen Film sehen, sei es auf Englisch, wie ihr seht, oder Musik hören? Das ist ein bisschen, bei den kleinen Lautsprecher, ganz ehrlich, würde ich das Gerät hier dafür nicht gerade in Anspruch nehmen oder nicht präferieren. Bilder anschauen, Texte lesen, natürlich schon sinnvoller. Okay, wir fangen an mit Bilder. Und da sehen wir es auch schon, das ist das Laufwerk, mein USB-Stick, den ich seitlich eingesteckt habe. Ihr könnt auch andere Quellen nutzen, eben SD-Karte oder HDMI. Und wir nehmen jetzt aber mal hier ein USB, es geht ja um die Qualität. So, das ist jetzt hier alles auf mein Stick drauf und wir nehmen Bilder. Ja, macht irgendwie Sinn. So, wenn man das jetzt hier auswählt, dann macht er auch automatisch... Wow, die Animation, ne, die macht einen schon fertig. Ich glaube, der macht jetzt automatisch eine Bilderschau, genau. Und immer mal schön mit wechselnden Animationen. Dummerweise sind das ja dunkle Bilder gerade. Und da kommt die Qualität, jetzt sieht man überhaupt was. Ja, ach so, meine Kamera stellt das gar nicht richtig scharf, so eine Mist. Ja, möchte ich die Größe des Bildes ändern, dann reicht es natürlich hier nicht an der Schärfe rumzuspielen, was ich hier gerade mache. Das ist jetzt nicht meine Kamera. Ihr seht, wird das Bild zwar auch größer und kleiner, aber halt auch scharfer oder unschärfer. Da muss man eben näher ran oder weiter weg von der Wand, in meinem Falle. Und was kann man natürlich zur Qualität selber sagen? Ja, die Farbwiedergabe, die ist soweit okay, was die Helligkeit angeht. Mehr kann ich euch im Moment nicht bieten. Ich kriege mein Studio im Moment nicht dunkler, weil es nämlich Tag ist. Und da hat man so Sonnenlicht und das ist ein bisschen blöd. Ja, das ist natürlich auch abhängig von der Leuchtstärke der LEDs und was hat man gesagt, 400 glaube ich und das ist ein bisschen grenzwertig, überhaupt ist die Qualität auch ein bisschen grenzwertig, was nicht nur an der Helligkeit liegt, sondern eben auch an der Auflösung, die echt ziemlich gering ist. Es ist halt ein 30-Euro-Teil, was soll man dazu sagen? Also Fotos, jetzt so mit der Familie sich Urlaubsfotos angucken, ist jetzt nicht unbedingt ein Hochgenuss, ja, aber machen wir mal weiter. Wir haben nämlich hier einen Escape-Button. Und wenn wir den betätigen, sind wir wieder zurück. Nochmal. Zum Schluss sind wir im Hauptmenü. Movie. Okay. Wieder USB-Stick. Ja, das ist egal. Hat die Quelle, die wir da benötigen. Und wir nehmen ein Video von mir. Unboxing.
Ein uraltes Unboxing, das habe ich auf meinen Stick gefunden. So, und da geht's auch schon los. Ja, man kann sich's halt anschauen, aber es ist, wie gesagt, es ist nicht gerade ein Filmgenuss. Jetzt kann man das Ganze natürlich steuern mit unserer kleinen Fernbedienung. Vorspulen. Ja. Da steht es halt, jetzt ist 16-fache Geschwindigkeit. Die Bedienung selber, das geht alles, wie ihr seht, so ziemlich nahtlos alles. Ja, die Performance da von den, das ist schon okay. So. Lautstärke regeln, das hört ihr jetzt wahrscheinlich eh nicht so richtig. Ich mach mal ganz voll. Und jetzt halte ich mal das Mikro ran. Gemeinsam geöffnet. Haben wir auch schon hier das Gerät in Augen genommen. Also, man versteht es. Aber für wirklich jetzt eine Gruppenbeschallung wäre es auf jeden Fall zu wenig. Aber ich denke mal, das wäre das geringste Problem, weil man eben eine kleine externe Box anschließen könnte und dann wäre es schon okay. Aber was soll man sagen, die Bildqualität ist wirklich nicht so Bombe. Und man braucht letztendlich ja auch immer eine weiße Wand. Ich habe jetzt hier leider nur eine hellblaue, was auch nicht so optimal ist. Ich, um das Ganze jetzt mal ein bisschen abschließend zu bewerten, ich würde sagen, für 30 Euro... bin ich beeindruckt. Ja, es ist ein funktionierender kleiner Projektor. Man hat alle möglichen Eingänge, um alle möglichen Audioquellen bzw. überhaupt alle möglichen Quellen zu verwenden. Ja, USB, halt SD oder halt HDMI. Das ist schon nicht schlecht. Wir haben eingebauten Akku, was eigentlich auch ziemlich krass ist. Aber für einen Projektor an sich ist das dann wirklich unterste Anforderungsstufe. Also eigentlich würde ich doch eher empfehlen, mehr Geld auszugeben. Wie viel, weiß ich auch nicht so genau, denn das ist der erste Projektor, den ich bisher getestet habe. Ich mache mal wieder ein bisschen leiser, da quatscht mir echt dazwischen. Die Fernbedienung, die funktioniert echt gut. Die Bedienung allgemein ist sehr leicht verständlich. Schön durch Symbolik, wie man es ja kennt. Und es ist auch alles sehr direkt, das ist auch alles sehr wunderbar. Aber ausschlaggebend ist natürlich, weil es ein Projektor ist, ist die Bild- bzw. Videoqualität. Und da ist die Auflösung zu gering. Wäre die Auflösung höher, wäre ich mit dem Rest soweit, könnte ich mich auch arrangieren, sagen wir mal so. Dann würde ich das Ding auch gerne mal privat verwenden und das Bild ist auch ziemlich klein. Ich meine, klar, ich kann das jetzt noch weiter zurücksetzen, ja, klar, jetzt wird es natürlich dementsprechend das Bild größer, aber wir hatten ja schon festgestellt, dass das Gerät einfach sehr niedrig auflöst. Das heißt, wenn ich das Bild jetzt noch weiter strecke, dann wird das alles immer schlimmer. Also, es ist genau das Fazit. Für 30 Euro bekommt man hier wieder mal, wie man es von Chinesen ja inzwischen gewohnt ist, erstaunlich viel Technik. Aber für einen Projektor, naja, ist es nicht sehr berauschend, was die Qualität angeht. Okay, gut. Falls ihr euch das Ding auch mal näher angucken wollt, 30 Euro und ein paar 80 Cent, gerade bei Gearbesten, das ist, glaube ich, nicht mal ein Angebotspreis, das ist Standard, dann findet ihr die Links. Oder zumindest den Link zu Gearbest unten in der Videobeschreibung. Ich werde zusehen, dass ich das nächste Mal einen etwas preisintensiveren Projektor mal teste. Aber das war mein erster. Ich wollte mir halt mal einen Überblick verschaffen. Jetzt habe ich einen Anhaltspunkt. Jetzt weiß ich, was es für 30 Euro gibt. Gucke ich also das nächste Mal, was es für 60 Euro gibt. Und so weiter. Und mal schauen, wenn es einen richtig brauchbaren Projektor gibt und was man dafür bezahlen muss. Ich denke, die Frage werden wir früher oder später hoffentlich noch klären können. Ich danke euch fürs Zuschauen. Von dem Review, schräger Unboxing von meinem ersten Projektor. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Was es wird, das kann ich noch nicht sagen, aber es wird bestimmt wieder ein Smartphone oder so. Wenn euch das Video hier gefallen hat, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben, abonniert vielleicht meinen Kanal. Bis dahin, ciao.